Guten Morgen, meine Lieben. Es ist 7 Uhr, gleich. Ich werde mich gleich zur Abfahrtskontrolle begeben. Und dann machen wir los. Dann fahren wir zur Imperial. Mal gucken, wie lange es da dauert. Und dann fahren wir ins Werk, Platinen laden. Dann ab nach Ringsburg, die Platinen anliefern. Und dann weiß ich noch nicht. So der grobe Plan, meine Guten. Wisst ihr erstmal Bescheid, ne? Also dann frisch ans Werk, ihr Lieben. Ach, ich hab Lust, wie ein Bär zum Tanzen. Ich könnte Bäume ausreißen. Kleine Bäume. Bambus. Ah gut, Gras. Gras geht. Aber es nützt ja nichts, wir müssen ja. Wir wollen ja am Monatsende auch ein bisschen Geld haben. Also müssen wir auch ein bisschen was machen dafür. Also meine Guten, zwick mal auf. So, Freunde. Nachher, wenn wir ins Werk fahren, fahren wir gleich zum Tor 1 rein. Dann machen wir gar nicht erst das Gezicker am Tor 4. Das schenken wir uns. Das tun wir uns nicht erst an. Unten in Regensburg nehmen wir auch gleich Tor 1. So, dann lasst uns mal schauen. Pünktlich sind wir. Ist auf der geraden Platz. Ja, auf der geraden sieht es aus, als ob Platz ist. Ganz schöne Armada an, die da reinfahren, mein lieber Mann. So, meine Guten, haben wir es geschafft. 2 Stunden haben wir gebraucht mit Warten. Na gut, 2,5 fast. Zweieinhalb haben wir fast gebraucht. Das Abladen selber hat 25 Minuten gedauert, ne? Das war, naja.
Ja, in einer Viertelstunde sind wir drüben im Werk, das ist auch noch fast pünktlich. Um 9 haben wir Ladetermin, 9.14 Uhr sind wir drüben. So viel Zeit müssen sie uns schon einräumen. Also für Verhältnisse von sonst ging das hier eigentlich relativ schnell. Na, wollen wir es mal so formulieren. Die Abladestelle schon hinter uns gebracht. Der erste müssen wir noch laden. Dann ab nach Regensburg abladen. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Der Radfahrer hat rot. Bleib ja stehen, du hast rot. So, und dann düsen wir. Nach Regensburg und in der Spedition die Papiere abgeben, gehen wir morgen. Das machen wir heute nicht mehr. Morgen oder übermorgen sind wir garantiert wieder hier oben. Könnte ich mir gut vorstellen. Müssen wir uns bloß noch überlegen jetzt, wie wir zum Tor 1 fahren. Ob wir über Plausig fahren oder ob wir über die BMW-Allee fahren. Es nimmt sich beides nicht viel, würde ich sagen. Was ist denn für euch interessanter, über Plausig oder über die BMW-Allee? Navi schickt mich über die BMW-Allee. Das heißt, das ist dann wahrscheinlich der kürzere Weg. Und da die Ampel gerade grün ist, fahren wir über Plausig. Ja, so kennt er mich, ne? Ich denke, das ist eine gute Stelle mit der Wand. Ich glaube, besser kriegen wir es nicht hin. Meine guten, früher, wo wir die Spedition noch nicht hatten in Leipzig, wo die Niederlassung noch nicht war, da haben wir uns immer hier auch irgendwo in die Ecken gestellt, wenn wir hier angeliefert haben. Und dann hat man die Niederlassung da drüben, wo wir letztens
die 5 Paletten Mörtel oder was das war geladen haben. In dem Gewerbegebiet da drüben. Kossauer Straße oder wie das hieß. Und dann sind wir umgezogen zum alten Flughafen. Weil wir da nicht genug Platz hatten da drüben für die ganzen Autos, die wir jetzt mittlerweile da stehen haben. Und dann mussten wir da umziehen. Guckt mal hier rechts, die ganzen Schafe. Da mussten wir umziehen. Beziehungsweise uns was Größeres suchen, die Spedition. Dann hat der Chef das mit der Quelle ausgespechtert. Dann sind wir bei der Quelle reingezogen. Und da danach, wo wir dann in der Quelle waren, da danach hat dann der Chef den Platz in Hermsdorf gekauft und hat dort den Platz in Hermsdorf gebaut mit der Tankstelle. Ja, ja. So war das. So ist der Werdegang gewesen der Firma. Als allererste Niederlassung hat man nach dem Stammsitz in Bamberg hat man als allererste Niederlassung Oelsnitz. Das hat der Senior noch gemacht. Da war Bamberg und dann hat man Oelsnitz und in Oelsnitz hat man ganz am Anfang, ich glaube 15 oder 16 Autos und 20 Fahrer. Und dann ist es auch gewachsen und gewachsen und gewachsen. Dann kamen noch die Lang-LKWs dazu. Und jetzt ist Oelsnitz weg. Dicht gemacht, weil es sich nicht mehr lohnt. Zu wenig Auftragsvolumen. Die paar Autos, die jetzt in Oelsnitz noch fahren, die sind teilweise Bamberg angegliedert, teilweise Regensburg angegliedert und teilweise Leipzig angegliedert. Und ich war erst Bamberg angegliedert und jetzt haben sie mich mitsamt dem Auto versetzt nach Leipzig. Ja, so ist das. Da fahren noch ein paar Lang-LKWs. Die 2 Lang-LKWs, die da noch fahren, die gehören zu Hermsdorf. Die Marie und die Frau Marx, die haben ja ihre eigene Dispo da unten. Und die anderen gehören zu Leipzig bzw. Regensburg. So, meine Lieben, jetzt sind wir da und fahren erstmal rein. Da stehen sie Schlange, mein Lieber. Gut, dass wir uns nicht anmelden müssen. Ha. An der Anmeldung stehen sie Schlange. Also, meine Guten, bis später. So, meine Guten. Jetzt haben wir hier fast 2 Stunden zugebracht zum Beladen. Erst haben sie Pause gehabt. Dann hatten sie Probleme mit dem Kran. Da konnte der auf der Stelle stand, wo ich hin musste, nicht wegfahren, weil den konnten sie irgendwie nicht abladen, weil sie Probleme mit dem Kran hatten. Da mussten sie erst einen Mechaniker holen. Naja, es dauert halt alles seine Zeit. Und dann lief irgendwann alles wieder und dann haben sie mich beladen. Und jetzt sind wir fertig. So, meine Freunde. Dann auf hier. Ins Gefecht.
irgendwo ist Stau, aber interessiert mich nicht. Termin ist, wenn ich da bin. Anders nicht. Ach Menno, hat ja vorhin mal ein bisschen die Sonne geschienen. Kaum in Bayern wird das Wetter wieder trübe. Finde ich nicht schön. Ihr Bayern, ihr. Gebt mal ein bisschen mehr Geld für besseres Wetter aus. Nicht alles in die Staatskasse stapeln. Ruhig mal ein bisschen was für schönes Wetter ausgeben. Ja, noch anderthalb Stunde, dann sind wir in Regensburg. Kam noch nichts, was ich dann noch mache. Vielleicht mache ich ja dann heute auch gar nichts mehr. Dann suche ich mir einen schönen Schlafplatz, wenn wir fertig sind. Ja, ich würde mal sagen, wenn alles gut läuft, könnten wir so 7 Uhr rum fertig sein. Mit Abladen und ein Pipapo. Abladen, Auto wieder aufräumen. Ich habe ja wieder mal 15 Gurte gebraucht. 30 Kantenschoner. Ja, wenn die das so wollen, dann kriegen sie das. An die Rutschmatten drunter. Seid bloß immer ein bisschen blöd mit den Gurten, mit den Kantenschonern. Da muss ich immer gucken, wie ich die hin mache, dass ich mir nicht, wenn die Gurte bei den Kanten schon und über die Ecke laufen. Da ist ja so eine Spitze dran, wo die Gurte drüber laufen, so eine Führung. Und wenn die ein bisschen schräg gezogen werden, dann laufen die über die Kante, über die Spitze. Und dann spießt es mir die Gurte kaputt. Da muss ich mal aufpassen, wie ich die Kanten schon drehe und wende, dass die Gurte schön in der Führung laufen. Ich habe ja auch Feuerwehrschlauch zum Drüberziehen. Aber das lassen sie ja nicht gelten dort. Die wollen ja richtige Kantenschoner aus Plastik haben. Am Anfang hatte ich ja den Feuerwehrschlauch über die Gurte gezogen. Aber das mögen sie dort unten nicht. Naja, kriegen sie es, wie sie es wollen. Ich muss dann halt immer bloß aufpassen, dass ich mir nicht die Gurte kaputt mache und die Kantenschoner. Bin ich beim Beladen, bin ich auch bald wieder aus der Hose gehüpft, ne? Stellt er die schwere Palette runter und fängt doch an, die auf der Anti-Rutschmatte zu schieben. Musste ich ihm erstmal sagen, dass er das doch bitte anheben möge, wenn er die noch ein bisschen reinheben will. Weil sonst macht er mir nämlich da an die Rutschmatten kaputt. Und die an die Rutschmatten, die kosten voll richtig Geld, ne? Da kosten 5 Meter fast 100 Euro netto, ohne Mehrwertsteuer.
Also die lassen sich das richtig fürstlich bezahlen, die Firmen, die das produzieren. Da muss man schon ein bisschen aufpassen, dass es nicht kaputt geht. Was ich schon an Anti-Rutschmatten eingebüßt habe, durch sowas, aber auch durch Klauerei auf den Plätzen, wenn man hier gerade in Bamberg auf dem Platz in der Hafenstraße, deswegen habe ich mir dann angewöhnt, das Zeug nur reinzuziehen, wenn der Auflieger unbeaufsichtigt rumstand und ein Vorhängeschloss hinten reinzumachen. Was sie mir da schon geklaut haben unten. Leiter, Anti-Rutschmatten, Kantenschoner. Ja, weil die dann denken, wenn der Auflieger da unten steht, Wochenende, weil ich mit einem anderen Auflieger irgendwo fahre, dann denken die anderen, das sind Selbstbedienungsladen. Aber nicht bei mir. Haben wir genug Kollegen, die so denken. Ich will niemanden beschuldigen, aber da gibt es einige, die dann da unten Wochenende oder freitags oder wie auch immer über den Platz laufen und von Auflieger zu Auflieger gucken. Ich meine natürlich, ich bezahle es nicht selber, das Zeug. Na? Die Gurte und Anti-Rutschmatten, das bezahlt ja alles die Firma. Aber ich muss mich ja wieder darum kümmern, dass ich das Zeug habe. Ich verlasse mich ja drauf, dass alles da ist. Und wenn man da ständig kommt und neues Zeug haben will, dann heißt es auch, was machst denn du mit dem Zeug? Na? Gute Gurte runter, alte, zerfranste Gurte drauf, alles schon da gewesen. Ich hatte Gurte mit Schloss nagelneu eingeschweißt, 4 Stück auf dem Auflieger liegen. Der stand ein Wochenende in Bamberg unverschlossen. Waren sie weg. Naja. Ja, aber du rechnest damit, du hast 15 Gurte oder 17 Gurte oder wie viel du immer hast. Ich habe natürlich immer ein paar mehr als Reserve, falls mal einer kaputt geht. Und dann kommst du irgendwo hin, musst laden. Und dann guckst du in die Kiste und das Zeug fehlt. Ne? Das ist dann natürlich auch blöd. Ich musste auch schon mal Gurte mitnehmen. Ich weiß gar nicht mehr wohin. Wo habe ich die denn mit hingenommen? Da musste ich mir in Bamberg extra 15 Gurte und 15 Schlösser holen und musste die in Kollegen hinschaffen. Aber ich weiß nicht mehr, wo das war. Weil die den dort nicht beladen haben, weil er keine Ladungssicherung machen konnte, weil er nicht genügend Gurte hatte und die paar Gurte, die er hatte, waren alle ausgefranst. Und da haben die dort gesagt, nö, beladen wir nicht. Mit Recht. Und da ich in die Richtung gefahren bin, das ist schon 2-3 Jahre her, da ich in die Richtung gefahren bin, hieß es, ah, fahr mal über Bamberg, hol mal Gurte und schaff die dem mal hin. Ich weiß nicht mehr, wo der stand. Irgend so ein Baustoffhandel, wo er alles gurten musste. Der hat so Ziegel geladen. War das in Zwickau, in dem Wienerberger? Ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls musste der Ziegel laden und da musste alles gurten. Jeden Stapel.
Ja, hier mit dem Zeug, was ich jetzt drauf habe, wenn du da nicht genug Gurte mit hast oder Anti-Rutschmatten oder Kantenschoner, da laden sie dich auch nicht. Lassen sie dich nicht vom Hof, ne? Schon fast 11 Stunden Schichtzeit weg. Lass es mal jetzt hier noch eine Stunde dauern, haben wir 12 Stunden weg, über 12 Stunden. Nee, bleiben wir gleich hier stehen. Suchen wir uns dann drüben im Gewerbegebiet einen Platz. Vielleicht haben wir ja Glück und finden um die Zeit noch was. Dann hier raus aus dem Werk und dann das Stückchen dahinter, Neutraubling, in das Gewerbegebiet, wo die Firma ist, die die Karosserien hier verpacken, Renos hier, und gucken mal, ob wir dort was finden zum Hinstellen. Das wird das Beste sein. So machen wir das. So, meine Guten. Jetzt fahren wir fix dann über in das Gewerbegebiet und dann machen wir Feierabend. Ich habe keine Lust mehr. Schluss, aus die Maus. Gucken wir mal, dass wir dort einen Platz finden, einen halbwegs gescheiten. Und dann machen wir dort Feierabend. Und dann fahren wir morgen früh nach Leuching. Gucken wir mal, wie wir loskommen. Dann sind wir drüben um 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Naja, können wir halb 5 losfahren. Sind wir kurz vor 6 drüben. Das passt. Das passt, meine Lieben. Na, hier ist schon wieder alles voll. Hier passen wir nicht rein. Rein. So. Da steht einer. Alles voller PKWs. Oh, ich hab's geahnt. Hier zwischen die Bushaltestelle oder vor der Bushaltestelle. Ist hinter mir was? Nee. Da können wir gucken, dass wir wenden können. So, komm, fahr zu. So, jetzt muss ich aber hier mit das Licht ausmachen, sonst sehe ich nämlich nichts. Thank you.
jetzt mache ich euch das Licht wieder an. Und dann drehen wir hier. Der will hier rein. Das ist fein. So, und dann stellen wir uns nämlich hierher. So, meine Guten, jetzt ist Feierabend. Morgen fangen wir 4:30 wieder an. Jetzt ist es 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Na, um 5 fangen wir an. Um 5 fangen wir an, dann sind wir kurz nach 6 in Leuching. Die fangen erst um 6 an. Dann trinken die erst noch einen Kaffee, rauchen noch eine, also vor 6:45. 6:45 sind wir dann auch drüben, das passt dann schon. Wir können erst um 5 Uhr anfangen. Wegen den 9 Stunden Pause. So, meine Lieben. Dann machen wir jetzt schön Feierabend. Essen was, schlafen was. Gucken nach euren Kommentaren. Du ein bisschen dumm, ein bisschen technisch und sonst irgendwie. Ja, und sonst, was gibt's sonst nichts Gescheites? Parkwandtafel muss ich noch aufklappen. Dass wir da keinen Ärger kriegen. Und dann wirst du Bescheid, morgen um 5 geht's hier los. Also meine Lieben, ich wünsche euch eine stau- und knitterfreie Fahrt. Haltet schön eure Stoßstangen sauber. Einen schönen Abend, ein gutes Nächtle. Bis morgen früh. Tschüss.